Stau auf der Autobahn 1, das hat folgenden Grund. Die A255 ist Richtung Stadt einwärts, aber auch Richtung Stadt auswärts gesperrt. Da war noch in den Nachrichten eine Meldung, dass bei der Vettel oder auf der Vettel, das ist ein Stadtteil von Hamburg, Fässer auf einem LKW umgekippt sind und die enthielten oder enthalten halt Gift. Deswegen, weil die jetzt umgeladen werden, ist die ganze Region also um die Vettel gesperrt und deswegen staut es sich zum Beispiel vom Stadtzentrum in Richtung A255, also in Richtung Elbbrücken, aber auch wer in Richtung Innenstadt will, hat da Probleme, denn da ist auch alles gesperrt, wie man hier gleich sehen wird. Manche versuchen ja bei Hamburg-Schillhorn von der Autobahn runterzufahren und dann über die Wilhelmsburger Reichstraße, aber auch das geht nicht, da ist auch gesperrt. Also Richtung Stadt einwärts, alle Zufahrtsstraßen um die Vettel herum sind gesperrt. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man die A1 von Richtung Hannover in Richtung Hamburg-Lübeck. Auch da Stau, weil natürlich der im Abzweig es nicht links in Richtung Zentrum geht, sondern der ganze Verkehr muss in Richtung Lübeck. Und dann versuchen manche wieder zu wenden in Morfleet und aufzufahren, weil sie denken, sie kommen da in Richtung Lübeck, in Richtung Hamburg, geht auch nicht. Also heute sozusagen das absolute Chaos um die Vettel herum auf der A1, auf der A255, auf den Hamburger Elbbrücken. Also Ruhe bewahren.